Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Heute geht es weiter mit der 75. Folge einer kleinen Serie oder inzwischen schon sehr großen Serie. Wir bauen eine Firmenzentrale für Mr. Fless Design, einen Brettspielraum, eine Brettspielwerkstatt, Ideenwerkstatt, 20 Quadratmeter. Ja, wo sind wir momentan? Und zwar in den letzten beiden Folgen hatten wir uns ja mit der Vorinstallation für das Klima-Innen- und Klima-Außengerät auseinandergesetzt. In dieser Folge müssen die beiden Einheiten miteinander verbunden werden. Und da bieten sich immer hier diese schönen Kanäle an hier, wo dann alle Kabel durchgeführt werden können, so dass wir dann ohne Probleme die Sachen schön versteckt an der Wand entlang führen können. Ja, das wird oben direkt am Loch, wo denn das Innengerät die Verbindung nach draußen hat, aus dem Zimmer heraus angebracht, und dann muss ich dazwischen ein bis zwei von diesen langen Kanälen miteinander verbinden und verschrauben. Und unten um diesen dicken Balken herum, da wo es dann auch Richtung Kasten des Außengerätes geht, arbeite ich hier mit diesen flexiblen Rohren, wodurch dann das schön miteinander verbunden werden kann und da dann einfach drum rumgeführt werden kann. Ich muss mal gucken, was ich nachher genau brauche, wo was hinkommt. Ich habe hier diese Verbindungsstücke, da habe ich zwei von, wo ich dann die langen Rohre direkt miteinander verbinden kann, weil ich mit einem langen Rohr nicht ganz auskommen werde. Ich werde wahrscheinlich zwei brauchen. Ich muss mal gucken, wie viel ich nachher genau brauche. Was habe ich hier noch so liegen? Ich muss mal gucken, ob ich es brauchen werde. Nochmal so ein paar Gelenke, die man auch noch dazwischen setzen kann. Hier nochmal feste Winkel. Ich glaube, das ist hier eine 90-Grad-Kurve. Da auch nochmal zwei von. Und noch so ein Verbindungsstück. Ja, das werde ich jetzt mal anfangen. Ich werde oben beim Loch anfangen, diese Einheit hier schon mal an der Wand festschrauben. Dann die Rohre einfach mal dazwischen stecken und dann mal gucken, wo genau nachher die Löcher hin müssen. Das sehen wir dann gleich an der Wand. Okay, wir sehen uns gleich, wenn es auf der anderen Seite des Raumes weitergeht mit der Installation dieser ganzen Rohreinheiten. Wir sehen uns bis gleich. Ja, wieder ein kleines Pünktchen hier. Man weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier steht wieder was. Und zwar mein Laser. Den kann ich natürlich auch benutzen, nicht nur für horizontale und vertikal ausgerichtete Linien, sondern auch um eine Strecke von einem Punkt zum anderen Punkt auszuleuchten. Und zwar hier, ich zeige euch das mal, hier oben. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Kann man es erkennen? Ja, da oben ist das Loch, wo das der Kabelkanal entsprechend rausführt. Und dann geht er hier über die Strecke runter bis zum Balken. Da habe ich mir auch eine Markierung gemacht. Überhalb der Markierung muss das Rohr entsprechend lang geführt werden. Und da kann ich mich jetzt dran orientieren und entsprechend den Kabelkanal dran ausrichten. Und das kommt auch sehr gut hin mit der Kabelstelle hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Und zwar hier in diesem Bereich läuft ja das andere Kabel. Der andere Schlauch von der oberen B- und Entlüftungseinheit. Das kann ich dann hier genau in den Kabelkanal reinführen, sodass wir da jetzt ohne Probleme das miteinander verbinden können. Das mache ich jetzt einmal. Wir sehen uns dann, wenn ich hier die ersten Sachen an der Wand habe. Bis gleich. So, alle Vorarbeiten für die Inbetriebnahme des Split-Klimageretes Busch 6000i sind soweit abgeschlossen. Hier ist einmal noch, was wir gerade ausgelasert haben, einmal das Rohr, bzw. der Kabelkanal, Klimakabelkanal, Schlauchkanal mit dem Austrittspunkt hier oben. Dann läuft das entsprechend hier runter. Hier muss dann noch eine Durchführung gemacht werden, hier für die B- und Entlüftung. Und dann geht das hier um den Balken einmal rum, bis ins Gerät rein. Hier sind die vier Anschlüsse, sodass dann später hier alles, was an das Gerät angeschlossen werden muss, angeschlossen werden kann. Ja, so viel vorab. Jetzt gucken wir uns gleich mal noch in der zweiten Hälfte dieses Videos die ersten Arbeiten oder Restarbeiten im Zimmer an, und zwar die Fußbodenleisten und die Eckleisten. All das sehen wir uns gleich nochmal an zum Ende dieser Folge. Okay, wir sehen uns gleich nochmal. Bis gleich. Ja, geht es weiter mit den Fußleisten. Ich bin wieder im Raum, habe jetzt hier mal die erste Leiste einfach mal so hingelegt. Die muss natürlich jetzt noch genau zugeschnitten werden. An den Eckpunkten genau auf Gärung. Das wird jetzt einmal reihum gelegt. Da werde ich jetzt erstmal alle Leisten soweit genau anpassen, vorschneiden, vorbohren. Und danach werden sie einmal grundiert und dann entsprechend
in der Wandfarbe gestrichen, also hier im mittleren Bereich in dem Rotton und im Außenbereich, also in den Seitenbereichen oder eben Rückwand- und Frontwandbereich in Tiefschwarz. Natürlich einmal reihum, komplett drumherum, bis wieder hier nach vorne und dann hier natürlich auch die kleinen Ecken um die Tür herum. Das mache ich dann zuerst und dann kommt da drauf dann nachher die Winkelleiste, die dann einmal die Tür umfassen wird. Ja, wie ihr gesehen habt, die ist oben ein bisschen angeschrägt. Im Original habe ich die gekauft mit 29 mm mal 12 mm. Die ist jetzt hier so ein bisschen angeschrägt oben. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ich das gemacht habe. Ist eigentlich relativ einfach gemacht. Das habt ihr vielleicht auch damals noch hier oben bei den Deckenleisten gesehen. Da habe ich das auch gemacht. Da sind sie auch ein bisschen angeschrägt. Ist sogar dieselbe Leiste. Und wie habe ich es gemacht? Ich habe einfach hier sind schon mal alle fertig. Ich brauche ungefähr 8 Stück. Ich habe jetzt mal hier 8 soweit vorbereitet und ich habe noch mal 2 auf Reserve. Und ja, wie habe ich es gemacht? Relativ einfach gemacht. Man kann es über, ich habe keinen Frästisch, aber ich habe einen Kreissägentisch. Und da habe ich mir jetzt einfach hier so eine Vorrichtung gebaut, fest eingespannt, dass die sich nicht verschieben kann. Und da kann ich jetzt einfach hier die Leiste reinschieben, dann in das Sägeblatt rein. Das hat jetzt hier eine feste Position. Und die nimmt natürlich jetzt genau so viel Material weg, dass da diese so gesehen schräge Kante entsteht. Und das haben wir natürlich dann jetzt auch hier bei allen. Und die sind natürlich alle genau gleich, weil die ja immer dieselbe Schräge durchlaufen. Hier kann man es nochmal genau sehen im Querschnitt, dass ich oben so ein bisschen abgenommen habe. Jetzt muss ich hier eben nachher nochmal im 45-Grad-Winkel die Bohrpunkte reinbringen. Das mache ich dann wahrscheinlich auch wieder mit der Tischbohrmaschine, da das Ganze ein bisschen anwinkeln, dass die Leiste da so irgendwie schräg durchgeführt wird. Dann werden hier an entsprechenden Punkten die Schrauben soweit nachher eingeführt und dann kommt die Grundierung und dann kommt der finale Anstrich und dann werden die Dinger montiert. Aber vorher werde ich sie jetzt mal genau auf Maß zuschneiden und schon mal auf Gärung in den Ecken. Und das gucken wir uns gleich nochmal zum Ende der Folge an, wenn alle soweit zugeschnitten sind. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, das ist dann sicherlich erstmal die finale Folge in dieser Serie. Wir bauen eine Firmenzentrale für Mesterfless Design, den Brettspielraum, Brettspielwerkstatt, 20 Quadratmeter. Dann ist ja alles fertig. Das Einzige, was dann noch fehlt, ist die Inbetriebnahme der Split-Klimaanlage. Und das wird dann sicherlich nachher die endgültige letzte Folge in dieser Serie werden. Wir sind jetzt bei Nummer 75. Also gibt es noch eine Nummer 76 und vielleicht noch eine Nummer 77. Und dann geht es im nächsten Jahr oder vielleicht jetzt zum Jahreswechsel, ich muss mal gucken, geht es dann los mit einer neuen Serie. Und zwar werde ich dann den Einbauschrank als erstes bauen. Das ist diese Showvitrine. Da werde ich auch so sicherlich einige Folgen nochmal für brauchen. Weiß nicht, so 5 bis 10 Folgen. Und als letztes dann, das ist dann die finale Baumaßnahme in dem Zimmer, es sind natürlich die Brettspieltische. Ja, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Ich denke mal, ist doch ein guter Schnitt, jetzt schon mal das Video so weit zu beenden. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge alles weitere mit den Leisten an. Das können wir uns auch dann in der so gesehen 76. Folge angucken. Da habe ich nochmal eine volle, komplette Folge hinsichtlich aller Leisten, die Winkelleisten um die Tür herum und dann die Fußbodenleisten. Alles das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, so viel vorab. Das ist jetzt die letzte Folge vor Weihnachten. Ich wünsche euch ein frohes Fest und fürs guten Rutsch. Das können wir sicherlich dann noch in der nächsten Folge noch einmal ganz kurz ansprechen. Ob es noch einen Jahresrückblick geben wird, muss ich mal gucken, ob ich da noch zeitlich zu komme. Vielleicht gibt es nachher noch mal einen Jahresrückblick, was so passiert ist hinsichtlich dieser Baumaßnahme und auch hinsichtlich meiner Organizer-Baupläne. Dazu aber mehr sicherlich in der letzten Folge in diesem Jahr hinsichtlich des Baus der Firmenzentrale. Und gucken wir mal, was dieses Jahr noch so kommen wird. Okay, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen. Wünscht euch euer Mr. Fless. Bye, bye und auf Wiedersehen. Bye, bye.